Nach dem schweren Liftunfall im georgischen Skigebiet Gudauri läuft jetzt die Suche nach der Ursache. Der Sessellift ist gestern außer Kontrolle geraten und mit hohem Tempo rückwärts gefahren. Von bis zu 11 Verletzten ist die Rede. Offizielle Zahlen gibt es noch nicht. Hergestellt wurde der Lift von der Vorarlberger Firma Doppelmeier. Zwei Experten sind nach Georgien geschickt worden. Sie wurden bis jetzt aber nicht zum Unfallort vorgelassen. Es sind dramatische Momente, die Skifahrer gestern im georgischen Skigebiet Gudauri erleben. Während einigen Passagieren noch der Absprung gelingt, werden andere mit voller Wucht aus dem Lift geschleudert. Warum der Lift nicht schneller gestoppt wurde, ist noch völlig unklar. Ist nicht jeder Doppelmeier-Lift mit einem Notausschalter versehen? Natürlich haben wir das. Bei einer Entgleisung beispielsweise gibt es sogenannte Bruchstabschalter. Bei der vorliegenden Anlage scheint es so, dass das Seil nicht entgleist ist. Und darum hat der Bruchstabschalter wahrscheinlich nicht angesprochen, zumindest am Anfang nicht. Der Sessellift wurde laut der Vorarlberger Herstellerfirma Doppelmeier im Jahr 2007 errichtet und soll damals dem letzten Stand der Technik entsprochen haben. Wir werden uns das ganz genau anschauen, morgen, gemeinsam mit den Behörden. Und dann werden wir hoffen, dass wir da was rausfinden, was passiert ist. Derzeit warten die Techniker der Firma Doppelmeier noch darauf, dass sie die Liftanlage betreten dürfen. Die georgischen Behörden haben die Unfallstelle gesperrt.